Jo, hallo und Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe im Kuriositätenkabinett. Wir spielen wieder Divinity Original Sin, mit dabei Madara, Brünnhilde, Jahan und Pippi. Wir haben das letzte Mal hier diese steinernen Ritter erledigt. Die war ziemlich hartnäckig, aber es ging dann doch. Oh, hier ist Eisenerz, sehe ich gerade. Sehr cool. Genau. Und wir wollten jetzt den Loot einsammeln. Vor allem dieses Schwert hier. Mal schauen, kann das was Anständiges? Müsste ja eine Einhandwaffe sein, jawohl. Oh. Wow. Oh, shit, au, das ist hart. Das ist hart. Und das ist hart. Das ist hart. Macht ultra viel Damage. Ist allerdings nicht reparierbar. Hat hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, Versteiner zu verursachen. Oh man. Aber das andere gibt mir halt plus 1 Stärke, plus einhändig, plus Schild. Oh, das ist jetzt übel. Das ist echt hart übel. Aber das macht so viel Damage. Und 100% versteinert. Boah, dann muss ich fast auf Stärke, Einhändig und Schildexperte verzichten. Auch wenn es weh tut. Aber das Ding, das hebe ich mir auf jeden Fall mal auf. Weil es ist ja sowieso unzerstörbar. Das kommt in meine Collection hier unten. Aber das Ding, das ist einfach, das macht zu viel Damage, das kann ich nicht einfach so liegen lassen. Das ist ein sehr, sehr cooles Teil auch. So, was haben wir hier noch? Ordentlich viel Gold. 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 Schriftrolle der Versteinerungsaufhebung. Okay. Die hier. Aber wir haben auch schon so viele Schriftrollen. Puh, ich weiß gar nicht, wann ich die alle mal einsetzen kann. Und hier haben wir jetzt noch ganz viel Eisenerz. Problem ist, irgendwann kann ich einfach nichts mehr tragen. Noch geht's. So, hier ist noch mehr Gold. Und ein Fertigkeitenbuch der Verstärkung. Was kann das denn? Oder beziehungsweise zu was gehört das? Ah, okay. Achso, Verstärkung, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja, ja. Wo man bedeckt wird. Gebe ich trotzdem mal Jahan. So, dann haben wir alles. Dann wird nochmal kurz gespeichert. Und dann gehen wir mal in die Höhle des Löwen. Oh ja. Vermummter Mann. Ist das der Boss? Der Boss. Oh, da sind noch mehr. Ah ja, lauter Kultisten. Es wird auch nicht diskutiert. Boah, da müsste ich eigentlich hart einen Feuerpfeil reindrücken. Hier kann ich jetzt sowieso wieder den Bogen geben. Ah, super. Nochmal kurz heilen. Oh, da rennen noch mehr rum. Und hier geht's auch in den Keller, seht ihr. Aber da muss ich einfach, da muss ich irgendwie einen Flächenschaden reindrücken. Querschläger wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich will, dass ihr brennt. Was ist eigentlich...
Hä? Warum sind die eigentlich so teuer? Irgendwie finde ich, lesen die sich eigentlich spontan geiler wie die? Hm. Na gut. So, dann schleichen wir uns mal an. So. Und dann zwirbel ich. Ah, hier war's. Gut. So, und bam. WTF. Ja, ihr verbrennt einfach, oder was? Was ist jetzt passiert? Ach so, der Anführer hat sich verpisst. Na gut. Bitteschön. Der Anführer hat sich einfach verpieselt. Na, ihr seid alle zu weit weg. Ziel ist außer Sichtweite. Ich weiß nicht. Nur mal ein Stück vor. Besser? Besser? Ah, verdammt. Was ungültiges Ziel. Zu weit entfernt, leider. Oh, die können aber nicht viel. Die können nicht so viel. Ziel zu weit entfernt. Naja, zwei kann ich laufen. So. Niederschlag fehlgeschlagen. Ja, aber du gehst eh down. Ja, da kann ich ja sogar den da nehmen. Kann ich noch ein Stück laufen. Dem hier so eins reindrücken. Ach, gelähmt ist er jetzt auch noch. Mensch, du bist ja echt nicht zu bemitleiden. So, bam. Die anderen sind verbrannt. Wir haben nichts verloren. Sehr erfreulich. Ah, hier ist ein Schlüssel. Okay. Und die haben hier wohl irgendwelche perversen Dinge gemacht. Das ist eine Ziertruhe. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier für Stuff haben. Heiltränke. Schlüssel zum Haus des Bestatters. Ein Questgegenstand. Haus des Bestatters. Ach so, das war dieses eine Haus da, ne? Da, wo wir schon lang waren. Na super, da hätte ich da auch gar nicht die Tür eintreten müssen. nehmen wir noch einen mittleren Heiltrank. Gold. Dekorativer Faustschild. Ja, aber da ist unser Schild wahrscheinlich schon geiler, oder? Ich gehe davon aus. Magischer Rüstungstragend. So. Kirchentor. Okay, da würde ich dann natürlich auch noch gerne reingehen. Schauen wir erstmal hier so ein bisschen rum in der Kirche. Schlüssel für das Kirchentor, na sowas. Wer versteckt denn sowas hier? So, Schlüssel bekommt immer sie. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist noch ein Gemälde. Willst du wohl aufhören zu brennen? Nein, will er nicht. Gemälde einer Landschaft. Na sowas aber auch. Ah ja, irgendwas tut sich. The altar won't budge. There must be some kind of mechanism that operates. Ah ja, gut, da ist mal noch ein Schalter. Soll ich nochmal drauf drücken? Na, tut sich was? Ah.
Okay, es muss noch mehr Bilder geben. Die Fackeln. Es muss brennen. Hier ist noch eins. So, Nummer 3 brennt. Und Nummer 4 ist dahinter. Aber hier haben wir jetzt erst noch mal eine Ziertruhe. Ach, hier haben wir auch noch eine. Und das haben wir auch noch. Mensch, was ich alles für Sachen übersehe. Leere Fiole, nicht geil. Verschlossen. So, dann packen wir mal unsere Dietrich-Skills aus. Geöffnet. Nicht identifizierter Morgenstern. Ah, weiß ich nicht, ob mich das jetzt so vom Hocker haut. Nee, da haben wir schon geileren Stuff mit unserem Schwert. So. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Oh, das ist schon interessanter. Ein grüner Schild. Konstitution Erdresistenz. Ha. Schauen wir mal. Aber ich glaube, wir behalten unseres. Ja, Blocken 12. Nee, ganz klar. Da gefällt mir unseres besser. So, dann sie hat den Schlüssel. Sesam, öffne dich. Goldbecher, ah, die sind immer was wert, ne? Aber an wen sollen wir den ganzen Scheiß noch verkaufen? Das ist die Frage. Hier ist noch ein Schlüssel. Für unsere Schlüsselmeisterin. So, vielleicht für diese Truhe. Oh. Da ist Zeug drin. Schleichenführung. Wenn, dann was für Pippi. Und das, was kann das so? Oh. Naja, aber komm. Wir haben unseren legendären Shit. Guck mal, hier ist eine Falltür. Da geht es dann wahrscheinlich raus zum Schatz. Schauen wir uns dieses Buch hier noch an. Blasphemie. Achso, das hatten wir schon mal gelesen, ne? Ja. Weg. Würde ich sagen, gehen wir erstmal. Oder. Komm, wir gehen erstmal da runter. Da, seht ihr. Hat sich gelohnt. Dann können wir hier gleich rumbuddeln. So, erstmal den ganzen Zeug. Vielleicht haben wir mal wieder einen Glücksfund. 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 Dampfwolkenpfeil. Cool. So, haben wir hier noch einen Glücksfund? Gib mir Glückshund. Glückshund. Ah, Pfeilspitzen. Okay. Oder ist hier vielleicht irgendwas noch drunter? Wir stapeln ein. Eine Verhangpflanze. Was ist das denn? Nehmen wir mit. So, und hier kann man jetzt buddeln. Da ist noch ein Schatz drin. Ruhe. Öffne dich. Oh, nice. 4 seltene Gegenstände. Richtig cool. Na, du sollst sie aufmachen. So, dann schauen wir mal. Was kann der? Konstitution Lehrmeister. Spontan würde ich dem hier selbst zuordnen. Was ist das denn hier? Ein Lederpanzerhemd. Nice. Schnelligkeit. Gewandtheit. Oh, das ist schön. Das ist für Pippi. Rüstungsexperte. Das ist Madora. Und noch ein schönes Gürtelchen. Initiative. Körperstärkung. Brünnhilde, würde ich fast sagen. Oder
Tussi, Madora. Konstitution Lehrmeister. Konstitution Lehrmeister. Okay, der ist auf jeden Fall besser aufgrund der einen Statistik. Dann geben wir dem mal Madora. Schauen wir mal, was sie damit anfangen kann. Und dem ist noch einen Gürtel. Stärke einhändig. Na, das brauchen wir. Dann geht der an Madora. So. Ja, sie hat überhaupt keinen Gürtel schon mal an. Bam. Sehr cool. Und ein Ringchen. Telekinese. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Dann nimmst du lieber den grünen. Der geht an Pippi. Und hier 26, Rüstungsexperte. Nein, geht er auch an Pippi. So, Jahan. Für Jahan hat man leider nichts. Aber für Pippi hatten wir was. Und zwar den da. Stärke schon mal her, braucht man doch nicht. Schnelligkeit ist doch viel wichtiger, glaube ich, für dich. Ja. Überladen. Oh no. Shit. Sie ist überladen. Ja, komm, gib das mal Jahan. Oh, ich muss wirklich dringendst. Ganz, ganz dringend. Muss ich mal mein Zeug loswerden. Irgendwo. An irgendwen. Sonst habe ich ein Problem. So, ja, cool. Wieder ein paar neue geile Gegenstände bekommen. Und dann schauen wir jetzt dann mal in die Katakomben. Und schauen, ob wir diesen komischen Typen da finden. So, Gemälde. Und zack. I heard the sound of scraping in the main hall. Echt? Na sowas. Dann schauen wir mal runter. Ich mach nochmal den Speicherer vorher. Nicht, dass da gleich der Teufel auf uns wartet. Ah. Tellirion. Ah, guck mal, Tellirion. Und Zombie Jake ist auch da. Den haben wir doch vermisst. Was macht denn der hier? Aber der war uns so freundlich gesinnt eigentlich. Gesonnen. Gesinnt, gesonnen. Ich höre hier schon wieder ekelhafte Geräusche. Oh, warte mal, Ratte. Ratte, du möchtest mit mir sprechen. Bleib stehen. Yes. Quick. Es kommen viele Leute in dunklen Roben vorbei. Ich habe mich immer gefragt, ob diese schicken, gelben, glitzernden Halsketten aus Käse sind. Good boy. Du hast mir sehr geholfen. Kann ich hier eigentlich durch? Nee, ne? Hier ist finito. Okay. Ja gut, hier ist ein Steuerfeld. Eine Vase. Ah, die Ketten. Wir haben ja so einige Ketten eingesammelt. Mittlerweile. So, kriegen wir hier noch einen Glücksfund vielleicht. Nein. Hier vielleicht. Nope. Okay. Tellirion. Und der Typ, die sind hier auf jeden Fall irgendwie eingesperrt, oder? Strange magic here. How are we deactivated? That cultist must have used some kind of key or spell to get through. Ja, wohl wahr. Wir stießen in der Gruft unter der verlassenen Kirche auf ein Energiefeld, das uns an Weitergehen hindert. Davor war ein kleines Podest. Ja, super. Aber da war die Ratte irgendwas mit Amuletten gesagt hat, gehe ich mal davon aus. Sechskantige Vertiefung. Ja, was stand hier noch? Ah, perfekt. Gut, sie hat das für uns erledigt. Das Amulett der Makellosen passt perfekt. Hallo. Ja gut, Jake war ja eigentlich freundlich, ne? Das Bier ist scheiße. Glücksfund. Du auch? Aber nur so ein komischer Helm. Nee. So, und hier geht's dann weiter. Sehen wir da schon was? Nope.
Hallo Jake. Ach nee, der Tellurion will mit mir sprechen. Quellenjäger, bei den Sieben, ihr seid da. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Vielleicht erinnert ihr euch an mich als Heiler. Aua, was ist da im Hintergrund? Aber welch ein Vorbote des Todes bin ich geworden. Seht eurem Schicksal in die Augen, Nekromant. Ihr habt die Mittlerin enttäuscht und eure gerechte Belohnung erhalten. Ich hab gemeint, du warst nett. Meister Jake hat recht, Quellenjäger. Ich bin jetzt nicht mehr zu retten. Aber ihr allein könnt Syzil retten. Ihr könnt ganz Rivellon vor dem Horror retten, den ich beschworen habe. König Bracchus, Bracchus Rex aus den Erzählungen aus alter Zeit. Er lebt. Der verrückte Quellenkönig, der Herr des Chaos. Ich habe ihn erweckt. Ja, super gemacht, Tellurion. Saugeile Idee war das einfach. Muss man... Oh, der hat scheiß viel Kohle, Leute. Hoffentlich stirbst du jetzt nicht. Aber ich wette, Bracchus wird euch eine Gehirnwäsche unterziehen und euch zu seinen Sklaven machen, bevor ihr ihn überhaupt besiegen könnt. Halb lebendig, halb verfault im Bann des irren Quellenmagiers. Wie gefällt euch das, Quellenjäger? Ich warte auf den Beweis eures Versagens in der Stadt. Die Erde wird sich rot färben, die Straßen in Blut getränkt, der Plan der Mittlerin wird sich manifestieren. Genug, ihr seid unsere letzte Hoffnung, Quellenjäger. Bald werden Bracchus und seine Legion Untoter diesem Verlies entfliehen und Elend in unser Reich bringen. Ich bete, nein, ich glaube, dass ihr sie aufhalten könnt. Nein, nicht sterben. Und der buddelt sich weg. Ich wollte mit dir handeln, du hattest viel Geld. Scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich Pippi auswählen, weil die immer die... Weil die immer die bessere Konditionen hat. Was bist du für ein hässliches Viech da? Kann ich noch irgendwas machen mit dir? Speichern oder was? Ach nee, ich konnte mich hinlegen. Na super. Oh Mann, ey, du bist eine Pfeife, Tellurion, ganz ehrlich. Du hattest 14.000 Gold, ich hätte dir all meinen Scheiß verkaufen können. Na gut. Dann halt nicht. Dann kümmern wir uns jetzt um Bracchus. Bracchus Rex. Macht es dir Spaß, da irgendwie so rumzufriemeln da hinten? Ich weiß nicht. Ach so, du sprichst auch. Das ist ja cool. Ja, ja. Immer ruhig, Brauner. Hallo! Du bist irgendwie leicht aggressiv, oder? So, time for Pippi. Hat ihr irgendeinen geilen Pfeil? Ah, sie hat nichts mehr Eisiges, das ist scheiße. Ja, dann stellen wir uns einfach ihm einfach direkt, würde ich sagen. Aber das... Ich gehe nicht davon aus, dass das der einzige Gegner ist, ganz ehrlich. Hallo, Bracchus! Oh, er will noch reden. Und nun einer, der kommt, um das Schauspiel zu beobachten. Um zu sehen, wie der Herrscher der Quelle aufsteigt, erneut. Oder vielleicht seid ihr der Erste seit einer langen neuen Linie. Der Erste, der versucht, meine Herrschaft zu beenden. Schon wieder. Yo, du hast es erfasst. Oh, bei den smaragdgrünen Augen der Göttin würdet ihr glauben, dass ich sie immer noch fühlen kann, wenn auch vage. Die Kraft des Stichs, der mein Herz durchbohrte und meine Seele zitternd in den Tod schickte. Aber meine Gefolgsleute haben es geschafft. Sie haben es geschafft, ich wusste es. Blut, der dicke rote Saft. Der Saft der Quelle kam mit den Steinen, die die Sterne schickten. Und er hat die ewigen Schatten weggefegt. Ich frage mich, wie lange sie währte, meine erste Ruhe im Tod. Eine Stunde? Die Zeit, die es braucht, bis mehrere Klippen herunterreißen? Es spielt keine Rolle. Ich lebe und werde meinen Thron erneut fordern. Deine Mutti kann ihren Thron fordern, ey. Ihr seid der berühmte Bracchus Rex, nehme ich an.
Mein Ruhm mag mit der Zeit in Vergessenheit geraten sein, aber ich bin wieder da, Zwerg. Ist euch erbärmlichen Sterblichen noch nicht aufgefallen, dass die Bändiger der Quelle den bedrückenden Mantel des Todes für immer abgeworfen haben? Ich habe mich der Quelle geöffnet. Ich habe von ihr getrunken und sie zu einem Teil meines Blutes und meines Seins gemacht. Und so wurde ein Kriegsherr zu einem Quellenmagier und ein Quellenmagier zu einem König. Die Narren dieser Welt nannten mich einen Tyrannen, weil die Götter es ihnen eingeflüstert hatten. In Wahrheit fürchteten sie sich vor meinem Aufstieg. Versammelte Armeen, zu viele, erschlagene Feinde, zu wenig. Der Tod holte mich zu sich, zu früh, aber nicht für immer. Ich habe gehört, dass du auferweckt wurdest, weil du ein Geheimnis kennst. Wie man eine Seelenverbindung zerstören kann. Ich wurde wiedererweckt, o einfachste aller Geister, weil mein Schicksal mir das Sein vorbeher bestimmt hat. Hätten mich diese aufgeblasenen Narren nicht aufgeweckt, dann hätten es später andere, vielleicht weisere Wesen zum richtigen Zeitpunkt getan. Und die Zeit ist unbedeutend, nur das Sein zählt, auf ewig. Eine Frau trachtet nach meinem Geheimnis, denn ihre Seele ist mit einer anderen verflochten. Einst waren sie unzertrennlich, nun sind sie aus einem bestimmten Grund auseinandergegangen. Aber meine Geheimnisse behalte ich für mich. Vielleicht, wenn sie zitternd vor mir liegt und ihrem König Treue verspricht, werde ich das Feuer in ihr vernichten, bevor ich sie breche. Ich habe genug gehört, Quellenjäger. Wir Quellenjäger haben euch schon einmal besiegt und wir werden es erneut schaffen. So, any famous last words? Brakus atmet tief ein. Ein Quellenjäger. Ihr seid so viel mehr und wisst es nicht einmal. Egal, sie rochen wie ihr. Nebenbei gesagt, eure Jagdbrüder und Schwestern, als sie mich das erste Mal einkesselten. Furcht, der hinterhältigste, unfassbarste Geruch von allen. Kurz danach durch vom beißenden Gestank von Urin übertönt. Ich musste sie nur ansehen und schon machten sie sich in ihre Rüstungen. Ich habe so viele erledigt, dass sie durch das Blut der Gefallenen warten mussten. Oh, welch ein Fest, welch Fontänen aus Bratensoße. Saugeil. Leider waren es zu viele, so wie es auch von euch zu viele gibt. Obwohl das neue Leben hat mich recht hungrig gemacht. Und so wie ihr ausseht, ist bei euch nur ein leichter Druck nötig, um die Quellensoße aus euch herausspritzen zu lassen. Ja, seht euch an, so dick wie ein Blutegel. Ey, schau doch dich mal an, Alter, du Fettsack, du Kleiner, ey. Ich geb dir gleich. Prall gefüllt mit frisch aufgesaugtem Blut. Oh, ich glaube, wie meine Diener zu sagen pflegten, wenn sie ein sich windendes, dickes Mädchen auf einem Tablett brachten, das Abendessen ist serviert. Oh, du hast aber schöne Sachen. Oh, schön. Tja, dann würde ich mal sagen, Ring frei zur Runde 1. Mal gespannt, ob ich mehrere Runden brauche. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Du willst mich fett verarschen, oder? Ich bin ja jetzt schon gleich tot. Was soll denn das? Ich bin ja jetzt schon gleich im Arsch. Hallo? Geht's noch? Schau mal, sie stirbt da jetzt schon gleich. Ich glaube, ich muss mich erstmal zurückziehen. Die sind doch gleich alle tot. Sind wir ganz ehrlich, was soll denn das? Was mache ich denn jetzt? Wie viel kostet mich das immer? 4? Ja, super. Das Problem ist, die sterben gleich alle.
Wie soll man das denn machen, bitte? Oh, Super ist enraged. So. Gut, jetzt bin ich hier erstmal. Sie hat aufgehört zu brennen. Nee, noch nicht. Ich muss jetzt hier erstmal den Trank schlürfen. Das nützt alles nix. Was soll ich denn? Was soll ich das denn machen? Ich muss jetzt erstmal hart Tränke schlucken. Und dann muss ich hier. Ja, schau mal her, der erwischt mich doch gleich. Warum bist du denn so langsam? Alter, sie wird sterben. Weil sie entweder sie verbrennt. Ja, super. Bitte bring mich um. Jawohl, liegt sie jetzt auch noch flach. Ja, klasse. Ja gut, sie ist dann wohl tot, ne? Das ist ein schlechter Scherz, oder? Ja, wie soll ich sie denn jetzt hier rauskriegen? Das war ohne Spaß, wie macht man das? Der macht einem ja schon am Anfang so viel, dermaßen viel Schaden. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, sie kann ich nochmal den Trank schlucken lassen. Aber was soll ich sonst machen? Sie ist jetzt auch noch vergiftet? Und er hier. Und er kann noch ein bisschen in die Richtung gehen und sie dann heilen. Aber was bringt's? Ich meine, sie ist hart tot. Ja, super. Ich könnte natürlich versuchen, das Steuerfeld nochmal. Ja, super, er kann wiederbelebt werden. Was soll ich denn gegen die Typen machen? Ich meine, mit ihr kann ich jetzt sowieso nichts machen. Nee, super. Ich habe keine Ahnung. Wie macht man das? Ohne Spaß. Ich bin total überfragt. Super, jetzt ist 3 gegen 4. Ich habe doch keine Chance gegen den, jetzt mal ohne Witz. Was soll ich denn machen? Ja, super, ich kann nicht viel zu weit entfernt, ja geil. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dem hier irgendwie eine reindrücken oder was? Ja, zu weit entfernt. Du kannst mich. Ich mache wahrscheinlich null Schaden gegen den. War super, Sean. Wie macht man das? Ich meine, der macht mich doch. Der tötet mich sofort, wenn ich an den rangehe.
Ich hab keinen Plan. Wow, er liegt tatsächlich flach. Ich kann nur heilen. Das einzig Sinnvolle, was ich mit dem machen kann. Vielleicht kann ich noch ein bisschen regnen lassen. Super. Ah, jetzt kommen die auch wieder angeschissen. Das kann man doch niemals schaffen. Schau mal, wie weit er auch laufen kann. Ja, super, jetzt wird. Also ohne Witz, das kann man doch nicht schaffen. Okay, der hat jetzt ein bisschen Damage gekriegt, ne, aber. Wenn ich an den rangehe, dann sterbe ich doch sofort. Ja, schauen, der ist schon wieder da. Kein Plan. Oh, okay, der ist ziemlich schwach. Ja, aber super, jetzt sterbe ich trotzdem. Super, Madora hat den Tod abgewehrt. Ja, sie ist aber trotzdem tot. Das macht mich jetzt gerade echt ein bisschen fertig. Ja, ich meine, was soll ich jetzt noch machen? Ich habe zwei beschissene Fernkämpfer. Ah, super, jetzt hat er sich auch. Ah, jetzt habe ich mich auch dahin gebeamt. Kacke. Ja, bring mich bitte um. Ja, der ist so hässlich. Mit seinem Scheißgift, jetzt mal ganz ehrlich. Was soll ich da machen? Nee, Leute, das werde ich auf keinen Fall gewinnen können. Ich meine, ich kann hier aus dem Kampf fliehen, aber was bringt mir das jetzt? Was heißt denn verzögert euren Zug? Ach nee. Ja, aber was bringt mir das? Ja super, die sind tot, immer noch. Ach, jetzt ist er wieder dran. Und er kann auch fliehen, oder was? Wo bin ich denn hier? Aber ihr seid doch noch tot. Ja, schauen, die erholen sich ja auch wieder, wenn man aus dem Kampf flieht. Also das bringt jetzt einfach mal gar nichts. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie man das gewinnen soll. Weil wirklich, ich meine schon, der erste Schlag, den der macht, das macht der eine ja schon schon halb tot fast. Nee. Da muss ich einfach nochmal drüber nachdenken, glaube ich. Ich lade schon mal den letzten Spielstand. Und dann. Boah. Bin ich jetzt echt gerade ein bisschen überfragt. Vielleicht sind wir einfach wirklich noch zu schwach für
den Fight hier. Wir müssen uns erst noch um andere Sachen kümmern. Kann natürlich auch sein. Aber gut. Würde ich sagen, das seht ihr dann das nächste Mal, was ich mir da einfallen lasse. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir auch gerne Tipps geben. Wenn ihr ein Abo bei mir abschließen wollt, was heißt abschließen, wenn ihr mich abonnieren wollt, dann tut es gerne, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Kuriositätenkabinett. Wir spielen Divinity Original Sin. Macht's gut, bis bald und Servus.